Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Nehmen wir mal an, Ihnen steht eine Operation bevor oder eine anderweitige Krankenhausbehandlung. Haben Sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht, wie man eigentlich verhindert, dass Sie verwechselt werden, dass Sie vielleicht die Medikamente bekommen, die eigentlich für Ihren Zimmernachbarn gedacht sind, oder dass während einer Operation dann im Operationssaal das falsche Bein behandelt wird? Um all diese Dinge zu verhindern, gibt es in den Asklepios Kliniken den Konzernbereich Qualität. Dr. Ulf Debacher ist Leiter des Konzernbereichs Qualität und sitzt jetzt hier bei mir. Schön, dass Sie da sind. Guten Dank. Wie sichern Sie denn, dass ich nicht verwechselt werde? Sie haben recht, Patienten haben eine enorme Angst davor, im Krankenhaus verwechselt zu werden. Das hat uns den Grund gegeben, ein Programm aufzulegen, das Asklepios-Programm Patientensicherheit, um alles zu tun, dass die Patienten sich sicher und geborgen bei uns fühlen. Es fängt ganz einfach an. Wir fragen den Patienten nach seinem Namen. Wir lassen ihn auch den Vornamen sagen, schon beim Erstkontakt. Und jeder Patient kriegt bei uns ein Patientenarmband, auf dem all seine Daten draufstehen, also Vorname, Geburtsdatum und natürlich der Nachname. Ja, ist das so ein Band, was man vielleicht auch so kennt aus dem Pauschalurlaub, dass man da... Richtig, also vom Prinzip her das Gleiche, nur dass hier standardisierte Informationen auf diesem Band vorhanden sind. Jeder weiß, welche Informationen drauf sein müssen und welche Informationen auch die Schwester lesen muss. Und zusätzlich kann neben dem normalen Lesen des Bandes auch ein Barcode gescannt werden. Und geht das da jetzt nur um den Namen? Denn wenn ich jetzt Heinz Müller heiße, wird es wahrscheinlich viele geben, die so heißen. Heinz Müller wird es einige geben, aber dann haben wir noch das Geburtsdatum und damit sind sie schon sehr eindeutig zu identifizieren. Ja, und wie geht das dann weiter? Also angenommen, wir sind noch gar nicht vor der OP, sondern wir sind noch im Krankenzimmer, aber ich bekomme ja schon Medikamente. Mhm. Und diese Medikamente, die sind dann alle in Glasflaschen und jede Flasche sieht auch gleich aus, oder nicht? Auch für eine Krankenschwester. Also wir... Sie haben recht, eine Verwechslung von Medikamenten stellt heute immer noch ein Problem dar. Wir bemühen uns schon, dass die Verpackungen dieser Arzneimittel, wenn sie mal sehr ähnlich aussehen, geändert werden. Oder wir wechseln sogar den Hersteller, dass wir nicht zu solchen Verwechslungen kommen, dass man schon optisch unterscheiden kann. Gleiches gilt für ähnlich klingende Namen. Dazu haben wir dann noch in einigen Häusern ein System, wo die Medikamente speziell für den Patienten gepackt werden. Das heißt, er kriegt seine Tagesration in einer Plastikhülle. Dort ist auch sein Name aufgedruckt, sein Vorname und sein Geburtsdatum. Und dies wird wieder mit dem Patientenarmband abgeglichen. Bevor wir jetzt weiter darüber sprechen, wie Sie auf dem weiteren Weg für den Patienten verhindern, dass es da zu Pannen kommt. Sie sagten eben gerade, Patienten haben eine große Angst davor, verwechselt zu werden. Ist denn diese Angst berechtigt? Sie ist natürlich dramatisch, wenn es vorkommt. Also wenn Sie einen Patienten falsch operieren, dann ist es einer zu viel. Zahlenmäßig sind diese Fälle sehr selten. Wir haben in Deutschland ca. 19 Millionen stationäre Krankenhausbehandlungen. Patientenschäden werden angemeldet 2000. Also das ist eine Relation, da sehen Sie schon, dass es ein sehr, sehr seltenes Ereignis glücklicherweise ist. Aber wie gesagt, jedes Ereignis ist eins zu viel. Ja, natürlich. Man möchte keiner von diesen 2000 sein. Wenn man dann zum Beispiel operiert wird, da ist ja dann auch diese Befürchtung, die man aus Filmen kennt oder vielleicht aus Erzählungen, dass am Ende die falsche Seite behandelt wird mit unwiederbringlichen Folgen. Mhm. Wie ist da der Ablauf? Also wir achten sehr auf die Empfehlungen des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, gerade bei den operativen Prozessen. Das heißt, vor der OP wird bereits markiert, die Seite, die operiert werden soll, also nehmen wir mal an ein Knie. Dann kommt der behandelnde Arzt vor der Operation auf der Station, solange der Patient noch nicht in Narkose ist und noch nicht schläfrig ist, und bespricht mit ihm gemeinsam nochmal, welche Seite operiert wird. Und gemeinsam wird dann bei wachen Patienten die Seite markiert mit einem nicht abwischbaren Marker. Zusätzlich nochmal? Zusätzlich. Also wir haben eine Sicherheit, dass auf dem OP-Plan steht, was operiert werden soll.
dass die Seite markiert worden ist, dann geht es ab in den OP. Dort wird der Patient auch noch mal gefragt, was bei ihm operiert werden soll. Wenn er noch antworten kann. Wenn er noch antworten kann, das ist aber in der Regel auch der Fall. Ja. So wie es in diesem Prozess eine Unklarheit gibt, dass einer sagt, nein, es ist doch die andere Seite oder ein Kreuz fehlt oder der Patient sich nicht sicher ist, welche Seite operiert werden kann, sofort wird der Prozess gestoppt und es erfolgt keine Operation, so lange, bis nicht geklärt ist, was operiert werden soll. Und wie lange dauert dieses Prozedere dann, bevor es dann richtig losgeht? Wir unterscheiden dort drei Phasen im OP. Das eine ist die Einschleusungsphase. Dort wird der Patient noch mal ganz formal gefragt, nicht sind Sie Herr Müller? Das kann natürlich auch mal bei einem leicht schläfrigen Patienten schon zu einer Verwechslung führen, sondern er wird aktiv gefragt, wie bitte ist Ihr Name? Dann wird er noch mal aktiv gefragt, was wird operiert? Das heißt, er muss antworten, mein rechtes Knie wird operiert. Das wird auf einer Checkliste abgehakt. Dann wird noch nach Allergien gefragt. Es wird getestet, ob alle Unterlagen da sind, ob die Bildmaterialien da sind. Und danach geht es dann in die Einleitung. Also die Narkose wird vorbereitet. Und wenn die Narkose sitzt, geht es in den OP. Im OP gibt es dann die zweite Phase dieses Sicherheitschecks, das sogenannte Team Timeout. Das heißt, das Operationsteam steht um den Patienten herum. Und es wird nochmal abgefragt, ob allen klar ist, was operiert werden soll, ob alle Unterlagen da sind, ob besondere Risiken bestehen. Und erst wenn diese Checkliste durch ist, kriegt der Chirurg das Messer und darf beginnen. Und dann? Dann operiert er am richtigen Bein, dort, wo er die Markierung gefunden hat. Ja, jetzt als Patient und als Laie würde ich mir ja vorstellen, naja, alle Ärzte tun doch ihren Job eigentlich richtig. Und jetzt kontrolliert man sie nochmal und kontrolliert sie nochmal. Da käme ich mir als Arzt ja doch ein bisschen überkontrolliert vor. Die Überkontrolle fängt schon beim Patienten an. Wir mussten dem Patienten erklären, dass wir ihn mehrmals in diesem Prozess nach seinem Namen fragen, dass wir ihn mehrmals fragen, was operiert wird. Das soll für ihn nicht gleichgestellt sein damit, dass wir nicht wissen, was operiert wird, sondern es ist eine Sicherheitsmaßnahme. Und Sie können es mit der Luftfahrt vergleichen. Auch dort hat der Pilot eine Checkliste, obwohl er jeden Tag das Gleiche im Flugzeug macht. Dieser Standard in der Abfrage dient einfach dazu, wirklich nichts zu vergessen. Und auch nichts zu vergessen in kritischen Situationen, die auch mal hektisch sind oder auch mal, wenn neues Personal mit am OP-Tisch steht. Ja, also Stichwort Hektik, dazu fällt mir ein Notfall. Also etwas, wo es um Minuten geht. Und auch da wird dieses Prozedere immer durchgehalten, immer im selben Tempo, so dass man dem gut folgen kann. Es gibt natürlich Ausnahmesituationen. Ein Patient, der schon beatmet durch den Notarzt eingeflogen wird und in eine OP kommt, da habe ich nur eingeschränkte Informationen, da geht es nicht anders. Aber wenn es möglich ist, wird diese OP-Checkliste genutzt. Aber wir müssen halt einfach unterscheiden, ein Notfall hat manchmal Situationen, wo es wirklich darum geht, das Leben zu retten. Ja. Wie erzeugen Sie bei dem Personal, also bei den Pflegern und bei den Ärzten, das Verständnis dafür, dass Sicherheit vor Timing geht, sage ich jetzt mal, oder vor Eile? Zum einen, indem wir früh anfangen, über Patientensicherheit aufzuklären und die Mitarbeiter zu informieren. Wir machen das gleich in der Ausbildung zur Pflegekraft. Wir machen es in den Studiengängen für Ärzte. Wir machen es in den innerbetrieblichen Fortbildungen. Die Mitarbeiter werden aber auch im Doing nochmal überprüft. Das heißt, wir machen OP-Sicherheitsaudits. Wir gehen also in die OPs hinein und überprüfen, ob die OP-Checklisten so genutzt werden, wie es vorgeschrieben ist. Stellen Sie sich daneben während der OP und gucken zu? Unter anderem ja. Achten Sie da auch bei der Auswahl Ihrer Mitarbeiter darauf, dass die besonders vielleicht stressresistent sind und sich da nicht wuschig machen lassen, wenn ich es mal so ausdrücken soll? Das ergibt sich natürlich aus dem Beruf am meisten. Aber auch Stresssituationen kann man üben. Wir haben Simulationstrainings in der Anästhesie für den OP-Bereich. Und in der Geburtshilfe, wo wir gerade kritische Situationen, die sehr, sehr selten vorkommen, die einen dann natürlich in Hektik bringen, die trainieren wir.
und versuchen so, das Personal sehr professionell agieren zu lassen. Und diese Professionalität sorgt natürlich für Ruhe. Könnten Sie mir das näher erklären, jetzt gerade, was so eine hektische Situation sein könnte in der Geburtshilfe? In der Geburtshilfe ist der Notkaiserschnitt sicherlich die hektischste Situation. Es gibt dort halt Zeitvorgaben, bis wann das Kind entbunden werden sein muss. Das heißt, von der Entscheidung, dass man sagt, dem Kind geht es jetzt schlecht, ich muss etwas tun, bis zur Geburt des Kindes sollen maximal noch 20 Minuten vergehen. In der Zeit muss ein komplettes OP-Team zusammengerufen werden und natürlich noch der Kaiserschnitt gemacht werden. In größeren Kliniken ist das so häufig, dass man sagen kann, da besteht eine Routine, aber in kleineren Kliniken kommt so etwas ein- bis zweimal im Jahr vor. Und das sind Sachen, die man dann natürlich wirklich sehr gut üben kann und trainieren kann. Ja, ein ganz anderer Bereich fällt mir noch ein beim Thema Sicherheit. Viele Menschen haben Angst vor Krankenhauskeimen, also dass sie sich anstecken mit etwas, was sie vorher gar nicht hatten und was sie jetzt aus dem Krankenhaus bekommen. Wie beugen Sie dem vor? Krankenhauskeime sind nicht nur bei Patienten ein Angstfaktor, sondern genauso fürs Personal. Wir fangen praktisch mit der Vorbeugung an beim Personal schon, indem wir eine ausgeprägte Händehygiene betreiben. All unsere Kliniken nehmen an der Aktion saubere Hände teil. Dort wird unter anderem geprüft, wie viel Desinfektionsmittel verbraucht wird. Es wird das Hygieneverhalten der Mitarbeiter überprüft, geguckt, sind die Hände wirklich nach der Desinfektion auch richtig sauber, richtig gereinigt. Daneben haben wir für unsere Patienten, die in unsere Kliniken kommen, ein Screening-Muster. Das heißt, wir gucken, wer hat ein hohes Risiko, schon Keime mitzubringen und diese eventuell auf andere Patienten zu übertragen. Und diese Patienten werden untersucht, es werden Abstriche gemacht, um diese Keime frühzeitig zu finden und dann im Endeffekt auch zu behandeln und sie nicht auf andere Patienten zu übertragen. Wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, wie Sie Ihr Personal darauf vorbereiten, sorgfältig umzugehen mit den Patienten. Aber es nutzt ja am Ende nichts, wenn Fehler passieren und keiner weiß, wie es zustande gekommen ist. Also es geht ja auch immer um eine Fehlerkultur, die man haben muss. Wie ist es da bei Asklepios? Wir haben bereits im Jahr 2010 begonnen, uns diesem Thema Fehlerkultur zu widmen. Und haben ein sogenanntes klinikweites CIRS-System eingeführt, also ein, wie es heute auf Englisch alles heißt, Critical Incident Reporting System, also ein Fehlermeldesystem. Für uns ist es wichtig, dass Fehler gemeldet werden, nicht, dass sie unter den Teppich gekehrt werden und der Nächste macht sie nochmal, das wäre eine Katastrophe, sondern wir wollen aus Fehlern lernen, wir wollen verstehen, wie solche Fehler zustande kommen und wollen daraus lernen, sie zu vermeiden. In diesem CIRS-System haben wir seit Aufbau über 5000 Meldungen von unseren Mitarbeitern erhalten. Diese 5000 Meldungen sind also Fehlermeldungen, bei denen ein Mitarbeiter sagt, hier könnte etwas passieren oder es ist sogar etwas mal passiert. Und aus diesen 5000 Meldungen haben wir in der Zwischenzeit über 3000 Maßnahmen abgeleitet, also 3000 Maßnahmen zu verhindern, dass diese Fehler nochmal kommen. Dann werden Sie vielleicht sagen, was ist mit den anderen 2000 Meldungen? Es sind sicherlich einige Sachen nicht zu beheben und zum anderen haben wir auch Doppelmeldungen, sodass wir nicht auf eine Zahl von 5000 Maßnahmen kommen können. Passiert es nicht, dass Mitarbeiter sagen, oh, ich habe Angst davor, dass ich bestraft werde oder schlechter behandelt werde, wenn ich jetzt was melde? Sie brauchen, um so ein System aufzubauen, eine Fehlerkultur. Das heißt, jeder muss wissen, das, was ich da melde, wird positiv gesehen und es ist nicht sanktioniert. Wir haben von der Geschäftsführung für alle Mitarbeiter eine Erklärung der Sanktionsfreiheit in diesem System. Also jeder kann einen Fehler, auch seinen persönlichen Fehler, dort melden. Und er hat nicht mit Bestrafung zu rechnen. Und steht das so auf dem Papier oder ist das bisher auch tatsächlich so durchgehalten worden? Es steht sowohl auf dem Papier als auch ist es durchgehalten worden. Und die dritte Sicherheitsstufe ist im System bedingt. Es sind Meldungen, die gehen über eine Software ein und diese Software garantiert schon die Anonymisierung. Also eine Rückverfolgung auf den einzelnen Meldern ist technisch gar nicht möglich. Vielen Dank
für die spannenden Informationen über Ihr Fachgebiet. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/nachtvorlesungen oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund!